Moin! Moin! Was hast du denn jetzt vor? Hast du einen neuen Kühlschrank? Naja, ich habe mir gedacht. Oh, Hallöchen! Ich bin der Robert aufs Kanal. Nee, ich dachte mir, da sind so viele schöne Soßen. Bock auf Tasting? Ach nicht. Blub, für mich bleibt nichts mehr. Anbauen gehört den Ball. Also. Schlag mich. War die jetzt überhaupt scharf? Hier bin ich. Kann man zusammen essen? Ob man das muss? Ja. Viel Auswahl haben wir ja nicht mehr, ne? Warum haben wir ja nicht viel Auswahl? Sag mal hier, ihr könnt uns gerne Soße zuschicken. Was? Ihr habt alle noch nicht seinen Kühlschrank gesehen, sag ich mal, ne? Da ist nur ein Fach belegt. Nur ein Fach, ja. Und die Tür. Da passt noch was. So, immer her damit. Außerdem machen wir jetzt das Tasting, ja, damit die Soße leer ist. Eben. Ich habe nichts gesagt. Gut. Dann machen wir weiter mit dem Atomic Chili Head. Moin René. Sag mal, ich habe hier 5 Soßen von dir stehen. Erzähl doch mal meinen Zuschauern, wer bist du eigentlich? Moin Leute, ich bin der Atomic Chili Head, der René. Ich habe mein Profil auf Instagram. Es wäre echt mal interessant zu erfahren, was ist in den Soßen eigentlich drin? Also die Hauptzutaten von den Chili-Soßen sind, wie man es vermuten lässt, Chilis, ja. Zum Beispiel für die Barbecue, der halt dunkle Chilis, braune Chilis. Da ist nämlich jedes Jahr andere Chilisorten. Für Mango-Chilisauce zum Beispiel gelbe Chilis. Dies Jahr habe ich Carolina Reaper gelb und Sempot Brain Strain Yellow. Mango ist zum Beispiel Mango mit drin, ganz offensichtlich. So, ein paar Sachen werde ich jetzt nicht bekannt geben, sonst wäre das hier zu einfach. Aber auf, wenn mir jemand Interesse hat und sagt, du hast mal vielleicht einen Tipp für eine Soßenidee oder was, da kann man gerne drüber schnacken. Und bei Interesse an Soßen oder rezeptmäßig, kann man dich da kontaktieren? Ja, Kontakt. Kontakt könnt ihr mich gerne über Instagram anschreiben. Da kann man mal über Soßen schnacken und wie man das denn handhaben möchte. Hast du Lust, noch irgendjemanden zu grüßen? Also grüßen tue ich alle aus der Chili-Challenge-Gruppe. Ja, sonst Familie, Freunde, wie man das so schön kennt. Und zwar mit dieser Soße hier, Garlic Fallout. Schärfe 5 von 10 steht drauf. Bin mal gespannt. Sieht auf jeden Fall auch schon mal aus wie eine Top-Tomatensoße. Ja, ne? Riecht auch so. Das reicht. Habe ich wieder gewechselt, macht auch nichts. Die zum Beispiel ist ich glaube zu dick für den Aufsatz. Da kann der Aufsatz glaube ich weg. Aber die Konsistenz ist natürlich eigentlich gut. Und der Aufsatz sagt, nimm nicht so viel, ist scharf. Du stirbst gleich jetzt. Das ist 5 von 10. Also wenn die jetzt scharf ist, dann wäre es ja lustig, ne? Aber ähnlich jetzt wieder vom Geruch. Grave Digger. Ist gleich nur abgefüllt. Ja. Ich mag das. Für Spaghetti. Ja. Das ist. Und jetzt stell dir jetzt noch warm vor, wie es da riecht. Hui. Da kommt Schärfe. Aber die schmeckt ja wohl genial. Ja.
zieht sich das hier zusammen? Ist hier nur 5 und 10. Also. Boah, aber die mag ich. Die ist gut. Mhm. Die ist richtig gut. Die gefällt mir. Da brauche ich 3 Liter von. Dann esse ich die täglich zu Spaghetti. Auch mit den Kräutern, ne? Steht leider nicht drauf, was da drin ist. Ja, wäre mal interessant zu wissen, was du da alles drin hast. Garlic. Interessiert mich. Ist Garlic drin. Und Vorlaute. Aber was noch? Der Rest ist halt rausgefallen. Voll. Okay. Ja. Achso. Kommt das Brot nochmal? Fukushima. Fallout. Ich bin begeistert. Aber man sieht auch richtig schön, dass man eine Soße. Die rutscht nicht runter. Ja, wie gesagt, ich habe da ja auch kein Problem damit, wenn die schön flüssig ist. Nicht, je nachdem, wo man sie dann einsetzt. Und das ist perfekt für Spaghetti. Ja, läuft. Merke ich gar nichts. Das ist halt das Brot, ne? Ich finde, Brot nimmt Schärfe und Geschmack weg. Ja, aber bei einer von den dreien war es doll. Das ist aber da, weil es das Fruchtige oder diese Säure ist, die da halt so durchkommt. Oder diese Ananas. Das ist halt, wenn du so ein Schwarzbrot, das ist ja kein Schwarzbrot, aber wenn du das in Zuckerwasser trinkst, schmeckst du halt. Schmeckt halt anders. Aber nett. Nett. Besser als nett. Ich bin gespannt, wie die anderen Soßen, weil die haben ja alle eine andere Farbe. Und hier haben wir ja so die Classic Spaghetti Soße. Konsistenzfarbe. Und jetzt nochmal schön mit einem süßen Muffin. Verhunzt doch die Soße. Ist echt so, ne? Dabei. Also dabei besonders. Das ist echt so. Das nimmt die Schärfe und das nimmt den Geschmack. Ich schmecke fast nur Muffin. Gut, jetzt habe ich auch nur noch Muffin im Mund, aber. Das soll ja auch kein Video sein, ob man jetzt unbedingt Muffins zur Chili-Soße essen sollte oder nicht. Sondern mal, um verschiedene Geschmäcker abzudecken. Ja. Finde ich auf jeden Fall interessant, wie unterschiedlich die Soßen denn zu den, ob süß oder Schwarzbrot oder, kann man das Schwarzbrot nennen? Körnerbrot? Nicht wirklich, ne? Egal. Lecker. Ja. Respekt. So, ein Löffelchen des guten Joghurt. Dann wollen wir gleich weitermachen mit der nächsten Dose. Green Gamma. 7 von 10. Mhm. Es ist grün, können eigentlich nur rohe Chilis sein, also nicht rohe hier, noch nicht reife. Ja, gut. Kann also keine Schärfe haben. Ja. Ich würde mal sagen 3 von 10. Das vermute ich auch. Grün ist ja die Farbe der Hoffnung, also. Das ist eindeutig Pesto. Gerade sagen, guck mal, die kommt schon die besser raus, aber ja, ich hab's auch gesehen. Und dann kommt sie doch nicht.
So, da sie jetzt schärfer ist, lassen wir es mal dabei. Angeblich. Oh. Bei mir kam da ein bisschen. Gönn dir. Hast du. Es riecht auf jeden Fall auch grün. Ja. Wo ist die Schärfe? Also im Hals ist sie bei mir gerade. Jetzt. Es rutscht so langsam. Ich habe auf der Zunge gewartet, aber. Zunge, ganz hinten Hals, im Lachen. Nicht. Ja, ja. Mhm. So richtig hier so festgesetzt gerade. Ja. Also da kann auch noch mal ein bisschen mehr aufs Brot. Ah, doch, ich wollte gerade eben sagen noch, also für mich ist die nicht stärker als die andere, aber. Die ist jetzt anders scharf, ne? Also, wobei jetzt merke ich sie auch auf der Zunge. Wo ist die Soße? Interessant, ich habe jetzt vom Brot fast nichts geschmeckt. Echt? Mhm. Also die kann schon gut gegen das Brot anstecken. Und schärfer ist sie. Mhm. Also, man merkt. Ja. Das ist ja 7 von 10. Achso, wir haben natürlich noch hier. Mhm. Wir müssen noch. Süßspeise. Wir müssen noch, wir probieren ja jede Soße dreimal, ne? Es ist hier ja kein Ponyhof. Brennt nach. Na? Gamma. Gamma Gandalf. Ja, ich habe auch so das Gefühl, die möchte nicht gehen. Die gibt nicht auf. Sagt sich, ihr habt mich eingeladen, ich bleib. Oh, Scheiße. Ja? Naja, es ist auch ein rosa Muffin. Also. Schauen wir mal. Ist auch ein bisschen viel. Aber auch hier merke ich das wieder als erstes hier. Nasenbock. Ja, das ist schon fast wie bei Senf, dass man das in der Nase sogar merkt. Ja? Ich finde schon. Das finde ich beim scharfen Senf ja richtig geil. Dass ich in die Nase ziehe. Aber von der Schärfe gut, geschmacklich wäre es jetzt nicht meins. Da muss ich sagen. Mhm. Ja. Aber die Schärfe kann was. Mhm. Auch hier finde ich nochmal, wäre es interessant, was hast du für Sorten benutzt? Ja. Genau. Hast du bei allen Dosen so ziemlich die gleichen Sorten benutzt und dann halt nur anders dosiert oder speziell dann eben angepasst, dass es auch farblich passt? Weil das mit der Farbe ist auch ziemlich cool.
Boah, ich bin so eine Pussy, mir brennt voll die Fresse, ey. Ja, mir auch. Ich meine, Chili-Soßen, was erwartest du? Außerdem hast du auch ein bisschen viel eben, ne? Ach, ja. Es kann nur schärfer werden. Ja, so schlimm ist es noch nicht, aber... Ja, weil man merkt, jetzt macht der Joghurt gerade so ein bisschen Sinn. Ja, kurz. Jetzt merkt man auch, okay, da war eine scharfe Soße. Ich merke es gerade wieder, dass da eine ist. Ja. Gefällt mir. Mango Explosion. Ich stehe auf Mango. Mango ist meine Lieblingsbrot. Und ist ebenfalls 7 von 10. Achso, ist jetzt auch eine 7 von 10. Okay. Du darfst gerne mal, wenn du willst, vorbereiten. Ich muss noch mal das Näschen putzen. Ich bin da vorbereitet. Aufs Löffelchen tüffeln. Die ist flüssiger. Bin da auch wieder einen ganz leicht rauchigen Geschmack, Geruch. Riecht auf jeden Fall auch lecker. Riecht lecker? Mhm. Schmeckt lecker? Ja, schmecken weiß ich noch. Ich liebe dieses exotische Aroma im Geruch. Ist auch schon wieder so gemein. Schärfe kommt wieder nachträglich. Schön süß. Ja, ist im Grunde voll meins. Wobei pur, dass die Schärfe wieder so den Hals runterwandert. Wobei ich jetzt gerade die Schärfe, also sie kommt, aber ist harmloser als hier. Die war schon aggressiver. Oder die Soße war jetzt weniger. Also entweder liegt es daran, oder natürlich, dass ich das mir davon noch. Ja. Der Mund gebrannt hat, aber sie ist insgesamt runder, finde ich. Du hast gesagt, die ist flüssiger. Das kam bei mir sofort raus. Gluck, gluck. Gluck, 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 gluck. Ja, wofür? Schon isst du das Brot mit was Süßem, schmeckst du die Soße wieder ein bisschen mehr. Aber Schärfe schmecke ich gerade. Weil es ist warm, also es ist Schärfe da, aber würde ich jetzt sagen, 3 von 10. Also ich würde sie auch als weniger einordnen. Aber kann wirklich sein, dass der Mund schon gebrannt hat. Aber ich mag es, dass es süß ist und mit der Mango zusammen ergänzt sich schön. Thema süß? Ja. Mango und Chili-Soße. Ab in die Kommentare. Ja.
muss. Mango und Chilisoße, habe ich gesagt. Ja. Ich wollte sagen Muffin und Chilisoße. Ah, der Mango-Muffin. Mango-Muffin. Tropisch, fruchtig, scharf. Tatsächlich schmecke ich jetzt die meiste Schärfe. Wo? Auf der Zunge. Ja. Viel mehr als gerade eben. Kann das so sein? Das ist halt die Explosion. Du musst jetzt mal zünden. Mhm. Hat jetzt noch gewartet. Ja, die Lunte brannte. Jetzt merke ich das auch hier irgendwie, keine Ahnung. Jetzt ist sie auf einmal scharf. Mhm. Gut. Das ist, wie geht das? Die kann sich doch nicht zweimal verstecken und beim dritten Mal sagt sie, hallo, hier bin ich. Scheinbar schon. Jetzt habe ich Angst. Zwei Stück sind da noch von dem netten René. Oh, ich denke, Angst haben bei einer Atomic Salsa, Name Atomic, das Programm in der Salsa, eine 10 plus von 10. Ja, also die hat die Skala gesprengt. Also feurig rot mit dunkelroten kleinen Punkten drin. Aber Magen macht mit. Ja, alles gut. Weil ich ja echt. Ich dachte, dass mein Magen so ein bisschen schneller sagt, hallo? Ja. Ich habe übrigens einen zweiten Löffel genommen gerade. Was hast du? Einen zweiten Löffel genommen, falls du da Bock drauf hast. Nee, alles gut. Das ist... Nee, deswegen nicht, aber der wird mich jetzt auch nicht davor retten, ne? Ich glaube schon. Denn das ist jetzt hier... Nach dieser Beschreibung der Endgegner hier, 10++. Wir haben ja leider hier keine Beschreibung drauf. White. Ach, die riecht schon wieder so. Ich find's geil. Geil. Kommt nichts raus. Vielleicht nächstes Mal. Ja, gut. Dann machen wir doch jetzt am besten weiter. Hallo. Gleich schwach. Du musst eine kleine Strohhalme reinstecken und reinpusten. Warum sagst du eigentlich Scheiße? Angst. Wenn die Zahl nicht draufstehen würde, würde man ja auch keine Angst haben, ne? Siehst du? Das ist ganz schön gemein. Ich finde, die riecht aber auch aggressiver. Siehst du? Ja, oder ist es Einbildung? Keine Ahnung. Hast du gerade probiert? Nee, noch nicht. Nach scharfen Chilis. Und sie brennt. Langsam. Jetzt habe ich das Gefühl, ich merke nichts mehr. Jetzt fängt es langsam hier unten an.
Ja, so unter dem Kehlkopf irgendwie. Ja. So ab hier. Ich bin jetzt davon ausgegangen, ich berühre noch meine Zunge und das geht los. Das Gefühl, es kommt auch wieder hoch. Was das jetzt für deinen Magen sagt, ja? Die Schärfe kommt jetzt hier wieder hoch. Ja, beim Ausatmen, ne? Ja, aber ist die jetzt so viel schärfer? Ja. Ja? Ja. Also ich finde, eben bei der Mango mit dem Muffin, das war gefühlt schärfer. Aber das kommt vielleicht auch. Der Muffin kommt erst dann. Ja. Ja, aber vom Gefühl her sehe ich bestimmt aus wie ein Streichholz, oder? Also, naja, egal. Ich habe hier auf jeden Fall ein kleines Stückchen Seven Pot auf meinem Brot. Das identifiziere ich eindeutig. Ja? Ja. Ist doch eine 7, oder? Aber du weißt nicht, ob die da drin ist. Nee. Ja. Ist halt scharfes Brot jetzt, ne? Scharfes Brot, ja. Mhm. Schmerzhaftes Brot. Der Geschmack geht dabei leider ein bisschen unter, weil schon Salsa, der Name passt. Könnte ich mir aber auch echt gut so Chips vorstellen, die so ein bisschen salzig sind oder so. Ja, vielleicht nochmal so. Wie heißen die, so dreieckigen Tacos? Tortilla-Chips. Tortilla-Chips, da ein bisschen geriebenen Käse drauf für 10 Minuten im Backofen. Ja, so ist das. Gib mir Soße. Auf jeden Fall sehr geil. Echt. Danke für die Soßen schon mal. Cooles Erlebnis, die zu probieren. Von mir auch danke. Ich habe ja nur nichts dazu beigetragen, aber Respekt an eure Kochkünste. Wie kann das denn das so verändern? Definiere, dass die Schärfe besser durchkommt? Die Schärfe kommt ein bisschen aggressiver. Aber ich habe das Gefühl, damit der Muffin im Mund, der neutralisiert so ein bisschen die Schärfe im Mund, sodass sie sofort irgendwie in den Hals geht. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Schärfe echt wieder hochkommt. Jetzt ist sie wieder in der Zunge. Also. Das ist auf jeden Fall die Schärfe jetzt. Ja. Also ich hätte ja gedacht, der Muffin mit seinem Fett reibt die Zunge wieder
sauber sozusagen. Aber gefühlt verbindet sich das Fett und das Capsaicin und feiert nochmal eine ganz andere Party. Ja. Kann man machen. Sollte man mal gemacht haben. Das ist übrigens Kaffee. Falls wir es noch nicht erwähnt hatten. Schwarzes Käffchen. Um das Ganze ein bisschen aufzuhellen. Ein bisschen Joghurt. Aber Joghurt pur. Wo die Haare. Dafür, dass der gar nicht im Kühlschrank steht, ist er ganz schön kühl. So. Und? Last but not least. Die hast du doch schon mal genascht, oder? Die habe ich schon mal genascht, genau. Mit Kroketten. Lass dich überraschen, wie die schmeckt. Aber es kann ja nicht mehr mehr brennen. Mehr als einmal brennen. Nein, wir nicht. Kann ich doch. Okay. Mir läuft die Nase. Brauchst du ein Tuch? Ja, alles gut. Noch. Ich muss ganz ehrlich sein, die Farbe finde ich jetzt irgendwie gewöhnungsbedürftig. Oder ist das Apfelmus oder so? Nein. Die kommt schon mehr nach Essig, wa? Ich habe Angst. Wobei, meinst du? Also vom Essig her finde ich, geht das. Wartest du auf was? Ich warte, ja. Also auf deine Reaktion. Das geht, ne? Erst denkt man so, ist ja nichts an Schärfe so. Und dann kommt so leicht, vielleicht so ein bisschen. Jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, als wenn es weg wäre. Und sowieso die Soße immer noch drin. Ja, aber sie kommt nicht an die Zehen ran. Nee. Glaube ich auch nicht. So, wenn vielleicht. 10 plus plus. Es ist jetzt schwierig, bei so vielen Soßen hintereinander das jetzt noch richtig einzuordnen. Besonders nach der eben. Also das ist wieder wie ein Zaubermittel gegen scharf. Neutralisiert mir so ein bisschen das Brot. Interessant. Aber jetzt kommt ja das Schönste am Ganzen.
ordentlich Soße drauf da. Also die macht's, oder diesmal macht der Muffin das nicht schon mal. Also ich merke dabei irgendwie nicht die Soße selber und den Muffin irgendwie auch nicht. Ich habe das Gefühl, der eigentliche Schmerz im Mund kommt besser zur Geltung. Abgesehen von dieser Soße jetzt. Ja. Interessant. Das war's dann mit den Dosen. Vielen lieben Dank dafür. Danke dir. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Sag ich mal 5 Soßen. Deine Lieblingssoße? Von den 5? Mhm. Ja, geschmacklich würde ich eindeutig die sagen. Geschmacklich würde ich dazu, ja, sagt mir nicht so zu im Vergleich. Die finde ich schon ganz interessant, so mit Muffin und Schwarzbrot. Schärfe toppt die natürlich weitaus alles. Geschmacklich geht da leider ein bisschen unter. Ich kann mir vorstellen, dass die echt gut ist, um einer Soße nochmal einen letzten Kick zu geben. Wobei die da, glaube ich, auch nicht so schlecht ist. Besonders weil die da ein bisschen flüssiger ist. Und eine Kürbis-Cremesuppe noch mal ein bisschen. Open. Ja. Und was willst du sagen? Ja, also ich würde auch zu den beiden tendieren. Also die, weil sie einfach, also die wirkt für mich wie ein schöner Allrounder. Ja. Und die kann ich mir bequem super zum Grillen, was weiß ich, zur Hähnchenbrust oder was weiß ich, bisschen zu Garnelen. Kann ich mit dir auch. Aber sag's ja auch mal runter, ne? Ja. Nö. An sich alle gelungen, ne? Ja. Sehr schön. Ja. Und beleben den Blutkreislauf. Fein. Was interessiert bin ich an weiteren Soßen. Wer also Bock hat, eigene Soßen zu machen, die mir mal schicken möchte oder uns mal schicken möchte, lasst es mich wissen, gerne über Instagram schreiben. In der Beschreibung findet ihr alle nötigen Links. Auch Robs Kanal ist da verlinkt. Schaut gerne mal bei ihm rein. Er schneidet das Video ganz anders. Und auch bei ihm kommen die weiteren folgenden Videos online. Freut euch drauf, seid gespannt. Ich freue mich, dass ihr da wart und sage Tschüss.